Hallo liebe Outdoor-Freunde, ich bin Rocco Hartwig von Naturinstinkte und heute baue ich ein Hochbett XXL. Und wenn ihr das sehen wollt, dann bleibt dran. Ja, die Idee ist, eine Plattform, eine Liegemöglichkeit zu schaffen auf freier Fläche, ohne dass ich dafür Bäume zur Verfügung habe. Die Idee ist nicht neu, das gibt es in flachen Gewässern, da kann man solche Pfahlbauten bauen. Als ich das letzte Video gedreht habe mit den zwei Dreibeinen, da war absolut klar, okay, jetzt baust du das Ding, jetzt hast du genug Totholz hier, der Wald ist voll, ich muss es nur noch holen und das werden wir jetzt auch erstmal machen. Damit ich erstmal überhaupt eine Plattform irgendwo auflegen kann, brauche ich natürlich erstmal ein Gestell. Und das Gestell, das baue ich mir aus vier Dreibeinen. Und wie man so ein Dreibein schnürt, das seht ihr in dem vorhergehenden Video. Da habe ich es nochmal schön gezeigt. Ich habe jetzt beim Hinstellen der drei Beine darauf geachtet, dass diese Innenseiten nach hinten zeigen, weil dann kann ich nämlich ein Geländer nach oben anschrauben. Und hier habe ich noch zwei nach innen, da kann ich auch noch ein Geländer ranschrauben. Also ich nutze diese Sachen, die hier überstehen nach oben, auf jeden Fall noch aus. Und wenn ich jetzt hier einen Balken drüber lege, dann sehe ich meine Höhe ungefähr. Und wenn ich dann noch einen nach hinten lege, sehe ich die Höhe hinten und vorne. Und so werde ich das jetzt so ein bisschen ausnivellieren. Wenn das alles schön gerade ist und ich hier einen Abstand habe, wo ich weiß, da kann ich drauf liegen, dann können die Querhölzer drauf. So, damit wir auf die Plattform hochkommen, kommen jetzt hier erstmal Stufen ran und da kann man wieder diese, also ein Bein von den drei Beinen nehmen und miteinander verbinden, dann kriegt das auch noch immer mehr Stabilität.
Danke, liebe Outdoor-Freunde, dass ihr wieder dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und viel Spaß euch. Ciao, euer Rocco.